Jetzt muss ich sagen, jetzt kommt irgendwas, was ich nicht weiß, was ich kommt. Die Brigitte hat mich nur früher rasieren geschickt, aber warum weiß ich eigentlich nicht so genau. Aber ich glaube, du wirst jetzt irgendwas sagen. Ich werde jetzt mal zuerst kundtun, warum ich die rasieren geschickt habe. Ja, weil, genau. Weil ich nicht so gern Igeln abbussel. Oh. Und mir ist es jetzt ein ganz besonderes Vergnügen und eine große Ehre, dir für ein Jahr Radio LCR und deinem Einsatz für die Country-Szene ein kleines Geschenk zu überreichen. Ah. Da steht drauf, The Best of 2015 Country Radio für Kurt Binger. Dankeschön. Ja, jetzt weißt du, warum rasieren. Ja, jetzt weiß ich es. Gut. Jetzt bin ich das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen sprachlos natürlich. Ja, ist natürlich auch eine Freude und eine Ehre für uns, für mich. Und ich muss ja sagen, da steht Kurt Binger, aber da muss man natürlich noch viele Namen eingravieren, weil ohne den Hasi, Günter Haas, hätte man nicht den Stream, wo wir senden dürfen. Ohne unseren Kamerakind, die Silvia, die natürlich die ganze Hintergrundarbeit macht und alles. Also jedem gehört da ein Stickerl, jetzt die Sende Asia. Ist eigentlich stellvertretend für alle. Ja, ja, nein, wir werden gehalten da immer natürlich, das ist ganz klar. Also Hase kriegt man nicht, eh ganz klar. Nein, aber ich nehme die natürlich gerne entgegen für LCR und Country Radio Revolution. Wir sind ja auch so ein gemischtes Team, was da. Wir senden halt live am Mittwoch. Der Hase macht die schwere Rocken, der hat nämlich die ganze rund um die Uhr immer wieder gute Country-Musik. Dann sehr unterstützend momentan die Sandy, die uns da sehr hilft, mit Homepage neu gemacht und alles. Also ist ein super Team und ich muss mich da einmal noch einmal recht herzlich bedanken bei allen, die da mitwirken. Wir haben eine wunderschöne Feier gehabt am Samstag. Sie war sehr lustig, war cool. Es ist eine neue LCR-Band entstanden, die natürlich nächstes Jahr einmal wird da. Ganz klar, da werden wir dann viele so was haben. Aber ich bin wirklich echt eine narrische Freude damit und recht herzlichen Dank. War eine tolle Überraschung und es war wirklich kurz sprachlos. Muss ich sagen. So eine Motivation sein, weiterzumachen und zu tun. Werden wir machen. Also das kann ich da auf alle Fälle versprechen und euch. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Erfolg, gute Kritiken. Und möchte mir auch bei dem Weg nur mal das sagen, was ich schon am Samstag gesagt habe. Wichtig sind natürlich für uns erstens einmal die Musiker, die da alle herkommen. Es waren ja alle da, freiwillig natürlich. Es sind wirklich die komplette österreichische Szene, haben wir schon da gehabt, oder kommen noch, was mich natürlich sehr stolz macht. Und einfach auch diese ganze Fangemeinde, die sich da gebildet hat. Du siehst, was da heute los ist im Facebook, was da geschrieben wird und alles. Also, und wenn wir einen kleinen Teil irgendwie helfen können oder schauen, dass wir irgendwie diese ganze Country-Music da ein bisschen in Österreich vielleicht irgendwie vermarkten mehr oder Bands vorstellen etc. etc., dann haben wir einen großen Punkt, der uns natürlich auch sehr frei und stolz macht. Ist ein riesiger Schritt, den wir da machen können. Ja, dann kann ich nur mal sagen, danke an dich, danke an den Pokal, an die ACMF und danke an alle Hörer, die uns so treu sind und danke natürlich an die Musiker, die uns da sehr, sehr unterstützen. Und bevor ich jetzt zum Weinen beginne, spüre ich es irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, was drinnen ist oder was kommt, aber ich drücke halt einmal, schauen wir mal.